wenn der Flächeninhalt einer Scheibe 1 auf Pi ist, wie lang ist dann ihr Durchmesser? Wir wissen, dass man den Flächeninhalt einer Scheibe mit Radius r durch Pi r Quadrat berechnet. Und durch die Angabe wissen wir, dass der Flächeninhalt 1 auf Pi ist. Diese Gleichheit führt dann sofort zu r Quadrat gleich 1 auf Pi Quadrat. Also ist der Radius r 1 auf Pi. Der Durchmesser ist das Doppelte vom Radius und 2 mal r, das ergibt das Doppelte von 1 auf Pi, also 2 auf Pi. Und somit ist Antwort B die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.